Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizons hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben in der letzten Folge die Erdtopographie-Mission gestartet und werden jetzt, ja, haben genau auf Rundungsfehler bedingt hier 76% erreicht. 24, also eigentlich theoretisch, also wären wir drin in dem, sagen wir mal, positiven Event. Wir sind aber leider Gottes im Neutralen gelandet. Ich sag mal, Rundungsfehler. So, die Delta-Rakete gewinnt nochmal einen Punkt Zuverlässigkeit hinzu, die Delta-Oberstufe auch. Damit können wir fortfahren und können diese Mission hier durchführen und uns die Forschungspunkte besorgen. Das ist das, was wir brauchen. Da piept alles schön, erreiche eine Erdumlaufbahn, sammel 3 Kommunikation, 3 Datenbank und 3 Navigation oder das Doppelte, um dann einen großen Erfolg zu feiern. Kommandos 3, 4 Runden verbleibend. Gucken wir doch mal, was wir dort machen können. Wir haben mehr Energie reingeladen, weil wir wussten, dass das experimentelle Nutzlast ist. Und die Zuverlässigkeit geringer ist. Das heißt also, eine fehlgeschlagene Mission kostet uns nicht ganz so viele Punkte. So. Unsere 3 Datenbanken können wir mit 1 Energie erzeugen. Und das wären 2 Befehle und dann hätten wir 6 Datenbanken und dann müssen wir die Datenbanken nie wieder anfassen und dann wäre alles cool. Aber wir können natürlich aus Datenbank und Navigation sehr viel Kommunikation machen. Deswegen werden wir hier eine Datenbank noch investieren in 2 Navigationen und dann gucken wir mal, weil es bleiben uns 4 Energie über. Das reicht uns, wenn alles fehlschlägt, dass wir das hinkriegen und hier werden wir eine hohe Fehlschlagrate bekommen, weil mindestens 1/3 unserer gesamten Experimente einen Misserfolg entgegenstreben. Aber hey, wir sind ja, ne, auf gutem Wege unterwegs. So 60% hat das gereicht. Ist halt alles ein bisschen Zufall. Ist ein bisschen RNG, wie man das so schön immer sagt. Der Random Number Generator. Und ja, so öfter unsere Mission positiv ausläuft, ist es ja auch ganz gut. So. Dann machen wir hier eine globale Neuausrichtung und das Kommando war ein Erfolg. Somit haben wir auch 2 Navigationen dazu bekommen. So. Und jetzt können wir mit einer Datenbank und einer Navigation uns hier oben datenübertragungstechnisch sehr viel Kommunikation besorgen. Da hätten wir 8 Kommunikationen. Dann kann ich hier wieder aus 3 Kommunikationen 3 Datenbanken machen. Ich glaube, das mache ich auch mal so. Dann sind wir nämlich bei 5, 6 und 2. Und dann gucken wir mal. Wir haben noch ein paar verbleibende Runden. Guck mal, bestätigen wir mal. Mal gucken. Oh, gerade so noch wieder ins Positive gerutscht. Sehr schön, danke. Piep, piep, kleiner Satellit. Jetzt gibt es ordentlich Kommunikation auf den Sack. So, da kommen jetzt 4 dazu da rum. So, dann nehmen wir jetzt. Und jetzt müssen wir das erste Mal Energie mit einwenden. Damit die Datenübertragung klappt. Mal gucken, vielleicht. Wir kriegen dann nur 3 Kommunikationen. Wenn nicht 1 Energie, kriegen wir 4 Kommunikationen. Ich denke, dass die Energie investieren wir ruhig. Denn die Kommunikation kann man gut gebrauchen, denn 3 Kommunikationen ergeben. Na? Alles fertig, alles richtig, alles gut. 3 Datenbanken und 2 Navigationen. So. Gut. Mach aus 3 5 Ressourcen. Sehr gut. Gut, jetzt würde ich sagen, 2 Runden sind noch verbleibend. Wo kriegen wir die meiste Navigation und noch andere Sachen her? Eigentlich hier aus dem, ne? Da kriegen wir Navigation und Kommunikation her und sind dann erstmal wieder mit einer Kommunikation im Positiven. Was uns dann hier... Würde nochmal... Wenn wir nochmal... Na... Eigentlich zu wenig, was ich hier rauskriege. Brauche mehr Daten. Nehmen wir hier noch eine Energie auf. Wird da auch einen positiven. Dann müssen wir nachher die ganze Navigation irgendwo herkriegen. In den 2 verbleibenden Schritten, die da wahrscheinlich dann bloß noch da sind. Kann ich hier nochmal drauf. Oh, da sind wir schon drin, ne? Im positiven Bereich. Okay. Gucken wir mal. Also wenn nur 1 gelingt, dann sind wir schon durch, weil wir verbrauchen 2 Energie. Oder brauchen dann nur noch 2 Energie quasi, falls irgendwas fehlschlägt.
Und dann sind wir durch. Dann haben wir 50% der Bonusziele erreicht. Brauchen wir eine Energie auf, genau. Dann machen wir nochmal ganz kurz ein bisschen. Machen wir daraus Datenbanken dreimal. Damit sind wir hier auch bei 7. Und jetzt nehmen wir eine Datenbank runter. Sind dann noch bei 6. Alles gelingt uns, Mensch, das war super. Also da ist unser Plan, glaube ich, mit der Zusatzenergie und allem ganz gut aufgegangen. Dass wir das Ding so gebaut haben. Und wir können sozusagen einen kompletten Missionserfolg vermelden. Puh, sehr schön. So, die Erdumkreisung ist da. Wir bekommen 50% Bonus, heißt 600 extra für den Rang. Und wir bekommen nochmal 594 für 6 Monate. Das ist ja elendig viel Forschung, was wir hier bekommen. Sehr gut. Das heißt, wir bekommen in der nächsten Runde 1851 Forschungspunkte und haben noch 700 auf Lager. Hm. Da können wir ja mal was Großes erforschen, würde ich sagen. Wie gesagt, wie so eine Delta-Raketen-Oberstufe hier. Für interplanetare Flüge 7000 Kilo. Das kriegen wir mit der Atlas angehoben. Die kostet zwar 380.000. Na gut, das ist halt so, ne? Geld kostet alles hier. Die kostet über 1 Million, die Delta-K. Die kostet auch über 1 Million. Die kostet nur 700.000. Bauzeit 2 Monate, hat aber die geringste Zuverlässigkeit. Kapazität 800 Kilo und wiegt plus 4.400. Da können wir sogar auf einer Delta mit starten. Reicht denn der Centaurer aus, um dann die, warte mal, um die Nutzlast hochzutragen? Mars war es, wo wir hin wollten. Mars vorbeiflog. Der würde reichen, hat aber eine recht geringe Startzuverlässigkeit. Aber gut, das kann man ja sich dann, ne, aneignen. Wir könnten auch diese Booster noch dazu machen, die dann nochmal eine Kapazität von 800 Kilo bringen. Also zusätzlich, ne, wenn wir die jetzt erforschen. Kann man ja dann an bestimmten Dingen hier anbauen. Und dann kriegt man sozusagen noch mal ein bisschen mehr Schub nach oben hin. Bonus der Zuverlässigkeit 5%. Ah, okay. Zuverlässigkeitsbonus gibt es dafür. Okay. So. Also wenn wir den Zentauren nehmen, der würde reichen für die interplanetare Fliegerei mit dem Objekt der Begierde, was wir haben. Kostet nur 760.000. Was für eine Startrampe brauchst du? Mittel, ne? Mittelgroße Startrampe erforderlich. Also die große Startrampe wird das hier erforderlich, glaube ich, ne? Ja. Mit denen wird es, glaube ich, wieder die mittlere sein, ne? Ja, die Booster Delta 4. Achso, das ist ein 3. Mittelgroß. Mhm. Titan 2, 9000 Kilo für 600k. Ist natürlich alles teuer hier. Titan 2 ist schon erforscht. Nee. Ach nee, das ist ja jetzt das, was hier für die Mission gilt, ne? Genau. Also da könnten wir, eigentlich könnten wir den Zentauren nehmen. 55% Zuverlässigkeit ist zwar jetzt nicht das meiste, aber das kriegen wir. Hoffe ich zumindest. So, dann forschen wir jetzt den Zentaure frei für den Mars-Vorbeiflug und planen auch die Mission und bauen hier unseren Mariner, unsere Sonde dafür, Mariner 1, in der Standardversion mit 71 Zuverlässigkeit, das ist eh 5-mal Energie. Ich denke, das können wir machen. Hier keinen mit mehr Energie gibt es hier keinen. Hier gibt es noch einen, der dann verbesserte Beobachtungsmodule hat. Okay. Toren, Eintritt in Mars, okay. Also da wird hier unten bloß die stellare Beobachtung besser. Planetare Beobachtung ist das gleiche. Langstreckenkommunikation, okay. Nö, ja, dann nehmen wir das. Nehmen wir die Nutzlast so, wie sie ist. Und dann gehen wir zum Sonnensystem und dann ist der Vorbeiflug Mars geplant. Ne? Also dann, da geht jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Sonnenobservatorium, da können wir jetzt ein Fahrzeug bauen. Da müssen wir einen Geosatelliten nehmen, Design wiederverwenden. Ne, Luna 2 nicht. Falsch. Aber der Kolossus ist doch, nee, auch nicht. Nee, warte mal. Ein neues Design.
So, was brauchen wir denn Schönes? 1500 Kilogramm Nutzlast haben wir für die Oberstufe. Aber da können wir doch die Delta nehmen, oder nicht? Ist sie nicht die Delta? Delta mit 218.000, 261.000, die Ariane 1 hat aber deutlich weniger Zuverlässigkeit und kostet mehr. Hat halt bloß den charmanten Vorteil, dass es in 2 Monaten fertig ist. Na gut, nehmen wir mal das Teil, dann nehmen wir bei den Boostern. Gucken wir mal, das dauert 3 Monate. 3 Monate, insgesamt Zuverlässigkeit 67%. Sieht sehr spannend aus, muss man ehrlich sagen. Das ist die Delta-Unterstufe für die Ariane-Oberstufe. Stufe 2, dann nehmen wir Ariane 1. Glaube ich auch, dass hier oben ist die angezeigte Stufe, ne? Ja, Booster haben wir nicht erforscht. Okay, Zusatzbooster-Option. Würde dann halt bei der Zuverlässigkeit nochmal einen Boost geben. Okay. Ich denke, dann können wir aber nochmal bei der Oberstufe gucken. Das ist 3-monatige. Wie viel Zuverlässigkeit hat das? 61% Startzuverlässigkeit. Kostet aber dann. Na gut, das ist eh mit Partner, aber. Ah ja, okay. 500%. Kommt nacheinander. Bauzeit ist nicht. Die addiert sich. Okay. Dann nehmen wir das. Und bauen damit die Ariane 1. So, und durchspeichern wir das dann auch mal. Design speichern unter Ariane 1. So. Ja, eine Viertelmillion müssen wir jetzt nochmal dafür ausgeben. Ich denke mal, das kriegen wir gebaut. Ist dann im März 65 fertig. So, Mercury fertiggestellt. Da müssen wir dann da auch was machen. Jetzt haben wir keine freie Missionsplatz mehr. Ne? Hier wird jetzt das Ding erforscht. Das kostet uns 500 Punkte. Wir haben noch 700.800, kriegen wir oben drauf. Also Forschungspunkte haben wir noch mehr als genug über. Dann können wir die nächste Mission wahrscheinlich instant freischalten. Na gut, wir gucken mal. Bauen will ich nichts erstmal. Ich will. Eigentlich will ich im nächsten Monat gehen. So, Zentaurenforschung komplett. Wir haben 2.100 Forschungspunkte und 1.000 kriegen wir dazu. Das heißt, wir können uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir vielleicht noch eine Gebäudeerweiterung machen. Zusätzliche Einerweiterung des Forschungslabors bringt dann. Ich weiß nicht, ob ich das bauen muss dann extra. Das werden wir sehen. Aber das könnte sein, dass wir das bauen müssen. Aber ich würde sagen, die 2000 Punkte können wir mal investieren in mehr Forschung. Haltet Astronautentalent der Stufe 2 frei. Nicht schlecht. Kostet. Ne, das ist einfach nur eine Erweiterung. Okay. Plus eine Erweiterung des Forschungslabors. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal davon aus, dass mir das ein bisschen was bringt. Und das Punkte bringt. In Bezug auf Forschung. Oder wollen wir bei den Missionen weitermachen? Eigentlich müsste ich ja die Anstrengung auf die Missionen legen, ne? Merkur-Umlaufbahn kostet 2000 Punkte, kostet 3000 Punkte. Oder noch 1000 über. Können wir eine 8. Oder wir gehen jetzt hier den Weg gehen. Ja, den Weg gehen wir. Wir gehen jetzt auf diese Forschung hier. Mehrfach bemannter Orbit und nehmen die Nutzlast dann im nächsten Tag mit. Sollte sich ausgehen, 1700, ja, das sollte sich ausgehen, dass wir das dann ziemlich schnell haben und dann können wir nämlich hier diese Mission auch planen. Dann Mariner fertiggestellt, Ariane fertiggestellt. Moment haben wir keinen Start, aber wir haben nächstes Jahr werden wir 3 Starts haben und 3 Missionen damit dann fertig haben, okay. Kameratraining. Ein Kamerahersteller hat angeboten, mit seiner Technikern zusammen, um seine Kameras für die Weltraumfotografie anzupassen, einen Astronauten in der Umgebung mit ihnen zu schulen. Er behauptet, die Fotos und Einsätze mit Besatzung bei der Öffentlichkeit sehr beliebt sein können. Okay, das machen wir. Kameratraining akzeptiert, denn Techniker und Astronauten werden eng mit dem Kamerahersteller zusammenarbeiten, mit dem Ziel, eindrucksvolle Bilder für zukünftig bemannte Missionen einzufangen. Okay.
Mehrfach bemannter Orbiter ist erforscht. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich hier auch die Nutzlastmission oder beziehungsweise haben wir jetzt Mercury Standard ist fertiggestellt. Plus 50, minus 50% Oberstufenbaukosten. Plus 50% Boosterstoff. Oh. Booster wieder so viel. Na gut, dann müssen wir hier mal ein Fahrzeug ja, erstellen. Neues Design. Oberstufe. Ich glaube 1800 Kilo Maximum. Dann nehmen wir die sicherere Variante, oder? Ein Mensch, den wir damit hochtransportieren, dann nehme ich die sichere Variante. Da ist mir dann der Bau dann auch gleichgültig. Nehmen wir eine komplette Delta, würde ich sagen. 90% Startzuverlässigkeit, 84%. Nehmen wir eine Delta. Wählen wir das Teil und dann ist das... Delta... 1 Mercury. Kidding. So, mit der Mercury-Kapsel. Da haben wir eine relativ hohe Startzuverlässigkeit. Denke ich mal, ist nur fair. So, Fahrzeug bauen. Die ist eine 500.000 ausgegeben. Also Geld geben wir jetzt zurzeit gerade richtig viel aus. Wir müssen mal wieder so eine lukrative Mission haben, wo wir richtig Kohle kriegen für. Wir werden nämlich auch keinen Rang aufsteigen jetzt bei der Überprüfung der Finanzierung. Von daher, naja. So, Forschung haben wir die Mehrfachmission, da werden wir jetzt die Nutzlast erforschen. Das sollte sich auch im nächsten Monat gerade so aus... Ja, geht sich. Das haben wir dann auch schon fertig geforscht. Sehr gut, das ist aber schon mal ganz gut vorangekommen. Gut, da haben die vielen Starts was gebracht. Würde ich sagen, dann ab zum nächsten Monat. So, frühe Warnung. Die Bilder deines Beobachtungssatelliten haben sich bei der Früherkennung für Hurrikans als unschätzbar wertvoll erwiesen, um sicherzustellen, dass die betroffene Region rechtzeitig evakuiert werden können. 200 Unterstützung. Reicht leider nicht ganz aus, dass wir auf 8000 kommen. Aber wir haben 7981. Das heißt also, ja, schade. Gemini-Forschung komplett. So, wir haben Gemini erforscht. Und Mars-Vorbeiflug, Nutzlast ist fertiggestellt. Das heißt, jetzt müssen wir die Rakete dazu noch bauen. Gehen wir wieder... Geld aus. Booster-Baukosten. Na gut, okay. Baukosten immer nach oben schnellen ist natürlich nicht so schön. Gut, hier brauchen wir ein neues Design. Hier brauchen wir natürlich die Oberstufe Centaure. Damit wir dann hier, ja, natürlich die Flüssigkeit kriegen, was wir zu machen. Und wir können sie mit der Atlas hochschicken. Ariane 1. Die Boosterbaukosten sind halt höher, ne? Kostet doch eine ganze Million, das Ding. Alter. 1,3, 1,2. Kriegen wir nicht mehr billiger. Boosterbaukosten so hoch. Gut, ist aber so. Werden wir auch so hochschicken, 62 Jahre, das ist natürlich alles toll. Auftragsgeber, gibt es dann einen, der mir das billiger macht? Ein Monat mehr Baukosten insgesamt, dafür aber mehr Startzuverlässigkeit. Ich denke, das können wir machen. So. Geld haben wir noch nicht. Na gut. Dann muss das wohl später noch passieren. So, Mars vorbei, Pluck Mariner haben wir. Hier nehmen wir jetzt die Merkur-Umlaufbahn, weil die kostet die wenigsten Punkte, glaube ich. Orbitaler EVA ist natürlich auch nochmal ein schönes Missionsziel. Schönes Mission. Nehmen wir das erstmal rein. Dann sind wir nämlich hier schon mal bis bei einem soweit. Dann müssen wir hier noch zwei Sachen erforschen. Dann müssen wir da noch hin. Und dann... Sehr viel Anstrengung noch vor uns. Aber es ist halt so. So, gut. Also, da würde ich sagen... Ja, wir haben eine aktive Mission, aber ich habe nicht das Geld dazu, um das Ding zu bauen. Da müssen wir warten bis zum nächsten Monat. Und dann kann ich hier jetzt den Fahrzeugbau starten. Und dann haben wir so richtig gut viel Geld ausgegeben. Und jetzt müssen wir dann wirklich langsam aber sicher wieder anfangen, Geld zu sparen. Damit wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Weil Ariane 1 ist fertiggestellt. Salamander wird fertiggestellt. Ach, da habe ich wieder den Namen vergessen zu ändern. Gut, dann können wir das nächste
den nächsten Monat angehen und dann können wir den Start planen von der Ariane 1. Sonnenobservatorium. Sehr schöne Rakete. Nutzt das Trainingsbonus der Mission erhöht um 50%. Minus 10% Startzuverlässigkeit. Gerade Startzuverlässigkeit ist das, was wichtig ist. Müssen die Startzuverlässigkeit erhöhen und dann müssen wir wahrscheinlich auch diese 15% maximal ausreizen, damit wir den gesamten Bonus kriegen. So lange muss ich die Mission jetzt dahin zählen. Weil die 15% will ich unbedingt haben, damit ich da weit genug im Positiven bin. So, gut. In 5 Monaten findet der Start statt. Dauert eine Weile, aber es ist nun mal so. Wir müssen auch Geld sparen. Das ist das Gute an der Sache. Wir sparen dann Geld und können dann eventuell mehrere Starts innerhalb eines Monats reinlegen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir kriegen noch 810 Punkte. Ich glaube, wir kriegen noch zweimal aus Missionen die Punkte, aber dann ist da auch schon wieder Essig. Spacepedia haben wir auch schon mehrere Einträge wieder, Meilensteine, die Satellitenbilder, Darstellung des Geos 8 im US-Battle-Satellitenkredit, also der Satellit, den wir ja immer hochschicken. Ein Beta-Satellit, dann haben wir bei Nutzlast natürlich Mariner 1. Eine Sonde, die Flyby Mars Venus Merkur wurde im Mariner-Programm durchgeführt in den 60ern. Also das war sozusagen die erste, glaube ich, richtig gut erfolgreiche Mission in Richtung. Und hier haben wir die Gemini-Kapsel. Das ist hier nur eine aufgebohrte Mercury-Kapsel, damit da zwei Leute reinpassen. Quasi Mercury nur einfach ein bisschen größer gemacht. Gut, alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und auch ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.